So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saints Row the Fourth. In der letzten Folge haben wir alle Nebenaufgaben von der guten Asche abgeschlossen und kümmern uns heute... Das war doof, ne? Ich hätte erstmal gucken müssen, wo wir das hingeschmissen werden. Egal, wir nehmen mal jetzt einfach das Getaway. Und wir werden dort jetzt erstmal kurz die Sinjak-Statue wegknallen. Bart, den nehmen wir auch erstmal nochmal mit. Ja, jetzt haben wir schon eine halbe Saints-Dollar-Millionen. Sammelobjekte, genau. Weil da können wir das erstmal hier machen. Genau, so. Und hier, genau hier hat man die Datensammlung. Weil so, wir haben ja gar nicht mehr offen. Und ich möchte doch schon gerne dann eine saubere Karte haben. Deswegen machen wir es auf jeden Fall. Und ich möchte natürlich auch die Vergangenheit von Sinjak herausfinden, weil das hatte ich, glaube ich, nicht in meinem vorherigen Spiel. Das hat mich dann irgendwie doch nicht so ganz interessiert. Aber man wird ja älter und wird weiser. Und man möchte natürlich auch die Vergangenheit seines Erzfeindes herausfinden. Deswegen machen wir das auch nochmal. Ich hoffe einfach mal, es wird uns ein kleiner animierter Film werden. Oder wir spielen dann nochmal die Vergangenheit. Das weiß ich jetzt nicht, wie das aufgebaut ist. Hello! One less eyesore. Das Doofe ist halt nur, man muss halt immer wieder das auswählen mit der Karte. Man kann jetzt nicht irgendwie dort links unten ein bisschen rauszoomen. Und da. Oh Gott, was war das denn jetzt? Von Alien kontrollierte Nachbarschaft. Ah. I understand. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das einfach dann, wenn wir uns um den Turm kümmern. Ach so, das ist auch dann... Ah, okay. Alles klar. Ich habe verstanden. Wir kümmern uns erstmal nur noch um die Sinjak-Statue. So. Jetzt habe ich wieder das Falsche ausgerüstet. That felt good. Ich gucke es trotzdem noch mal kurz. Also Escape war zurück. Karte. Aber hat hier auch noch was, ne? Aber das dürften wir ja dann trotzdem schnell erreichen, hoffentlich. Da sehe ich es doch schon. Und ich weiß gar nicht, ob man dann auch eine kleine Errungenschaft bekommt, wenn man alle Datensammlungen eingesammelt haben. Ich hoffe es ja. Und jetzt machen wir einfach noch die Datensammlungen und dann werde ich die Mission mit Asche triggern. Und ich hoffe mal, dass ich wieder nicht nochmal quer durch ganz Steelport. Oder Steelwater? Nein, Steelport ist es, ne? Laufen müssen. So. Mal hier irgendwo, ja. Yes! Dann hatten wir hier oben noch Datensammlungen. Hallo. Und jetzt heißt es Asche. Loyalität Trainingstag. Triff dich mit Asche auf dem Schiff. I need to de-stress. I have an idea for something fun. Fun. Ja. What exactly does an MI6 agent think is fun? You don't know? Well then, this will be educational. Educational, huh? Mm-hmm. You know me so well. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg dorthin noch einige Sachen, zum Beispiel das hier. Ja, komm, seid mal ruhig. Ich möchte doch einfach nur meine Datensammlungen noch mitnehmen. Mehr ist es doch gar nicht. Ich bin auch jetzt schon wieder weg. Das
Jetzt halt schon mal alle bitte den Ball flach. Dankeschön. Ja. An Wände laufen ist auch nicht so meins. Oh, Moment. Uno Momento. Wir haben dann noch eine Datensammlung dort oben. Dauert zwar jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen. Die ist bestimmt da oben, oder? Oder? Nee. Ach, da. Sagt das doch mal jemand. Meine Güte, wie weit müssen wir denn dorthin? Aber ich glaube, wir müssen nicht irgendwie auf das Schiff zurückkehren, weil wir hätten ja viel kürzere Routen dafür bekommen. Wir haben ja ganz viele Getaways freigeschaltet, zum Glück. So. Und jetzt bin ich auch nochmal gespannt, welche Aufgabe wir für die liebe Ascha machen müssen, damit die unser Superbegleiter wird. So. Zack, zack, zack. So, ich bin da, Ascha. Time for you to experience the life of a secret service agent. A VIP is in town and it's our responsibility to see she safely arrives at all three stops on her route. Along okay. The way, we'll encounter scenarios typical of a VIP escort job. Okay. I understood. So, you ready to put your life on the line to protect another? Ascha, I'm pretty much a superhero. I'm set for whatever you can throw at me. You'll find Matt has disabled your special abilities for the duration of this exercise. But don't worry. You'll get them back once the exercise is complete. Hey. Get in. You're driving the VIP to her first stop. Aber du weißt, wie ich Auto fahre, Ascha. Ich glaube, so, das wird eher der Tod ist. You're on the client's dime now. You do whatever needs to be done. Würde ich einfach mal meinen. Okay, das war ich nicht. Ich konnte eine Gefahr abwenden von dem VIP. Hallo. Aber es sieht gar nicht aus wie ein VIP. Es ist so. Bugging me. I know that woman. Who is she? Are you serious? That's Tammy Tolliver, the reporter from Genki Ball. Were no reality TV stars available? A security work is a cereal box. You don't get to pick your prize. Hey, see that guy over there? Tell me. Is he a threat? I don't know. It's your job to know. You have to decide right now. Take him out and possibly kill an innocent human being or let him go and potentially put your VIP ich glaub, sie in hat mortal das danger. Gerade selber irgendwie entschieden. Kann, also wenn ich das so mache, geht dann wieder auf den los? Good job. Security might just be your plan B. Alright, ja, back in the car. Das an, also, das war eigentlich meine Aufgabe, den dann pinselweich zu prügeln. Aber die machen immer so aggressiv die Tür Intel auf. Reports high threat probability at our next stop, so we should be prepared for anything. Right, right, absolutely. Potential threats all over the place. Oh, I'm glad to see you taking this so seriously. Is MI6 really called upon to escort TV correspondents on shopping trips? Prior to MI6, I babysat overprivileged children of foreign dignitaries on multiple occasions. Schafrecht. And after a certain street gang... Hey, that street gang became head of state. So, der nächste Halt. You'll need a vantage point. Get to that rooftop across the way over there. Wohin? Cover the VIP as I escort her into the building. Ja, alles klar. Oh, es ist auch Treppensteigen. Oh. Das habe ich ja gar nicht mehr gewohnt. So, auch Geländer, sehr gefährlich. Wo ist sie denn? Ach da. Schiebewache. Pew, pew, pew. What are you doing? Pretending to shoot stuff. You're easily bored, aren't you? Dunno. I'm usually too busy being awesome to be bored. Ja.
What happened? Hatte ich schon wieder jemanden hier? Ich hätte bestimmt schon wieder irgendjemanden reingehauen. Shit! You said we were clear! I thought we were! Ey, nicht wegrennen, du Vollhorn. Tammy Dolliver's boss as an assassination target, sure. But her? Why? We don't know. You might be surprised to learn how little information agents are actually given. Usually just a name and an objective. And you ask no questions. Why do you do it? Queen and country, the greater good, duty and honor. And one too many actions. Ach, muss er noch nachladen, ist es der Ernst? There's no such thing. So, knallen wir den weg. Brauchen wir jetzt noch jemanden? Da, zack. Get in the car! Now we're leaving! Kann ich einfach hier runterspringen, bitte? Ja. Ciao. Okay. Wir lieben wirklich. Ach so, muss auf die andere Seite. Also sag das doch mal, Asha. Are we enjoying ourselves then? Not bad, secret agent, but I bet Tammy's adding up. We're almost done, just one more stop. You are supposed to go around those. Aus dem Weg! Hast du mit meinem Tempel? Keep sharp. We may have a situation. Oh shit! This part of your plan? Oh. Yeah, let's say it. Was machen wir denn jetzt? You get to cover. Oh, es brennt sogar. Oh, was sind das eigentlich für Vollidioten? Wow, you're really going all out with this. Matt, feel free to dial things down a bit. Matt? Matt! Oh, is he not answering? Shame. I must have accidentally cut him off. Zinyak, you ass-headed. Always with the vulgarity. Anywho, have some fun with these minor changes I made. Okay, kein Problem. Hold on. I'm calling in a rescue vehicle. You can do that? Without Matthew? I wouldn't put us in harm's way without some backup protocol, you know. Oh. Right, sit tight. Car should be here shortly. Was muss ich zuteilen? Warte auf das Fahrzeug. Okay. Muss ich jetzt mitwarten? I'm out of ammo. Cover me while I get some more. Was soll ich covern? Was machst denn du, Asha? Oh, Entschuldigung. Wollte ich nochmal auf dich drauf treten. Thanks. Saints, just hang on. Here comes the rescue vehicle now. I'll be right back. I'm going to get the car. Das ist ja richtig cool. Nochmal, nochmal. Achso, es kommt schon. Okay, ich muss in den Wagen steigen. In den Wagen, auf in den Wagen. Ich habe zwar keine Gesundheit mehr, aber egal. Stell den Wagen rein. Both of you in. Los, komm. Och, Asha. So, kommst du jetzt rein? So, everything according to plan. Tschüss. Life without a few curveballs, you know? Moment, ich muss mal kurz durch. Können wir nicht Radio einschalten, so fürs Runterkommen? Oder so? Wäre ganz nice. Asha? Entschuldigung. Ich glaube, das Auto wird auch nicht so lange leben. So, wir müssen hier rein. Okay, we're here. What now? Is this over? As soon as the VIP's Hilo arrives, she's still in our charge until then. Is that how it's being delivered? I don't think so. Genki! I knew Genki couldn't be too far behind. Genau! He just blew up Tammy! Müssen wir nicht wirklich machen. What is Zinyak's fascinating with Genki? Why don't the two of them just make a baby of him? Energieschwert wert! Do not put that image in my head! What the hell is he doing? Holy shit! Ja,
Did he just turn into some kind of super Genki? It appears so. Damn it! Was machen wir jetzt? Kann ja nicht besiegen. There's no way we can take him. I could if I had my superpowers. Oh. Right. Well. Hello. Boom. Can you hear me? Glad you could make it back. You can give me my superpowers now. Ooh, I don't think so. I'm not falling for your tricks. Matt, give the powers back. Ja, bitte. Okay. What on earth happened while we were disconnected? Explain later. Powers now. Yay! Jetzt wird das so weggeschossen. Und Asher schießt ihn auch mit weg. Alright, let's go! Hey! Oh my, this is... Wow! Not bad, huh? Let's kick some Genki ass. Die, mascots, die! Get those furry sons of bitches! The steelport is off. Oh, man, am I glad that's over. Not bad. You can really handle yourself. Well, when it comes to Genki, I always try to kill the best I can. Woohoo! Alright! Wenn wir schon mal hier sind, ne? Sind wir jetzt durch? Ja. Aschers VIP. Super Begleiter Asher. Asher ist jetzt eine super geheime Agentin. Sie ist ausgerüstet, um Sinjak angreifen zu können. Fahrzeug Genki. In einer Getaway-Garage stehen dir nun das Mensch, Pull, der wütende Tiger, sexy Kätzchen und trauriger Panda zur Verfügung. Cool. Sehr schön. Zurück. Ich. Bargeld nochmal kurz abheben. Ziele. Okay. Aktivitäten. Ziele. 82 von 85. Haben wir noch so. Haben wir nur noch 3 offen? Oh. Ja, gucken wir uns jetzt nochmal kurz hier bei diesem wundervollen. Nein! Bei diesen ganzen Daten sagen wir nochmal kurz hier um. Das war immer ein kleines bisschen nervig. Hier mal noch was. In der Richtung. Weil die Folge ist noch nicht ganz so alt. Klar, man kann die jetzt so beenden. Aber in der nächsten Folge hätte ich schon echt gerne die Dominatrix-Sache gemacht. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal kurz hier alles noch mit. Soweit wir jetzt noch kommen. Oh. Ach, hier mal den. One less eyesore. Oh, das ist ja cool, nur mit einem Mensch. Gut, bitte. Alright! So, dann hatten wir hier aber ja noch mehrere Sachen. Genau, so, zack. Das ist mal in die Richtung. Das sehe ich doch schon. Und hier waren die ja auch noch mal irgendwo, ne? Genau. Da war noch mal ein Auslöser von Keith. Zinyak kicked the stool out from under my political aspiration when he and his armada showed up. Yes! One of the worst things you can do is piss off America. Now, I don't necessarily agree. The less of Zinyak, the better. Seems there must be a better way. I'm not saying I'd do better, but... Maybe that's exactly what I'm saying. If I had the chance, anyway. So. Alright! Das ist bestimmt hier oben. Oder? Ja. Hm, verdammt. Ah. Das ist aber so schwierig. So, wie komme ich denn jetzt hier raus? So. Jetzt bin ich wieder hier drin. So. That felt good. So, dann haben wir hier noch. Was war das? Ich glaube, Zinyaks Vergangenheit. Und die kleinen PCs. Und da habe ich ja auch noch eine Datensammlung. So. Yes! So, 4 von 8.
Karte, tu dich auf, da haben wir hier noch was. Ach, okay, Telekinese lässt grüßen. Aber muss ja trotzdem sagen, hätte man diese ganzen Nebenaufgaben gar nicht, ist eigentlich die Hauptsache relativ schnell durchgespielt. Ich meine, wir sind jetzt ungefähr, lasst mich jetzt lügen, vielleicht bei 15 Stunden, vielleicht sogar 16 Stunden. Und in meinem vorherigen Spiel hatte ich 97%. Und das sind ja auch nicht alle Sachen jetzt mit, nicht 97%, genau, und da haben wahrscheinlich höchstwahrscheinlich noch ein paar Sinjak-Statuen, Datensammlungen und irgendwelche Audio-Logs gefehlt, weil ich hatte eigentlich alles über durchgespielt. Und hatte da ungefähr, ja, 15 Stunden ungefähr dafür gebraucht. Und jetzt waren wir, ich glaube, bei vielleicht so 60-72% und waren da schon ein bisschen länger jetzt unterwegs. Yes! Kabut. Ach, das wird so eine Umstellung werden, wenn wir das Saints World of Earth spielen und ich dann keine Superkräfte mehr habe. Also das war auch das Schlimmste für mich. Ich habe ja mit Saints World of Earth angefangen, die Reihe zu spielen. Und dann, ja, habe ich The Earth gespielt, weil ich das Spiel so cool fand. Und dann war das für mich eine extreme Umstellung, dann ganz normal zu spielen. Oh, das ist auch wieder so ein Müll. That was a public service. So, haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Ja, hier haben wir noch was. Okay. Da haben wir in diesen 6 Minuten schon relativ viel erreicht. Well, it was no Rodan. So, dann hat man hier auch nochmal. Die sind ja übelst auf dem Haufen. Meine Güte. Ah nein! Oh. I should keep a scorecard. Entschuldigung, ich wollte eigentlich was anderes benutzen. Alright. Ach, das ist bestimmt. Das ist ein Laden. Ich glaube. That was a public service. Ja, ich habe zwar einen ganzen Laden jetzt hier geschrottet, aber es war public service. The less of Zinyak, the better. So, dann haben wir hier noch Matt als Audiolog. Die Richtung müssen wir. Ach da. How was I supposed to know that MI6 would end up offering me asylum just so they could pair me up with one of their operatives? So, Moment, wir können ja mal kurz hier noch mal lang gehen, werden wir ihm beim Reden zuhören. I mean, Nasha and I got along great, but now I had to work with the government instead of against it. Not usually my cup of tea. Still, I guess it's better than being hunted down by the Saints or Kilbane. I just have to keep myself from... Huh, that felt good. So. That was a public service. So, dafür noch 2 Sinjak-Statuen. Dann haben wir hier noch irgendwas. Ja, komm, Asha. Und dann müsste ich mal schauen, ob wir bei der Dominatrix aufs Schiff wieder zurück müssen. Oder ob das ja auch in der Simulation erst stattfindet. Ach, hier, drinne. Hallo. Okay. So, und dann würde ich sagen, komm, mach mal das kurz. Ich bin gleich so weit. Came on as my field coordinator. He had a lot of opinions about the Third Street Saints. I've always liked Matt, but I admit he's easily wounded and a bit tetchy when it comes to past offenses. Still, he managed to set some low expectations for that first mission with the Saints. Yeah! Ah, also läuft doch irgendwie irgendwas zwischen den beiden. Zwischen Asha und Matt. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht bei dem dritten Teil dran erinnern, dass sie da irgendwie so ein bisschen angebahnt haben. Aber kann auch sein, dass ich das wieder ein kleines bisschen verdrängt habe. Wie gesagt, Saints Row, dafür habe ich auch komplett durchgespielt, aber es wird für mich auch wieder, ja, keine Ahnung, 80% blind sein, weil ich wieder so viel vergessen habe.
Ja. So, hier mal noch was. Würde ich sagen, machen wir nochmal kurz diese ganze Ecke und dann werde ich die Folge beenden. Ach, hier haben wir das. So, dass wir das hier noch machen. Und dann ja, haben wir, sage ich mal, einen Teil von Steelport abgeschlossen. Yeah! Das ist bei Stardust nicht so spannend, aber ich habe dann einfach besseres Gewissen. Und wenn wir dann wirklich die Hauptquest soweit abgeschlossen haben und dann vielleicht bei Sinjak dann noch diese eine Sache haben, dann müssen wir nicht extra nochmal hier alles einsammeln, sondern haben das alles schon gemacht, weil wir sehr, sehr fleißig gewesen sind. Oh, ach ja, das war ja... Ja. Das ist noch relativ doof, in Anführungszeichen, dass man erst so spät diesen Sammelobjekt Finder bekommen hat. So. Wo ist er denn? Ach, da. Boom. 5 von 8 Text Adventure. Sehr schön. Da würde ich einfach sagen, wir beenden an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir mit dem ersten, ja, na, DLC würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber mit der ersten Aufgabe, Story, Abschnitts, Quest-Reihe beginnen, Ende, die Dominatrix. Bin ich mal ganz gespannt, was uns da erwartet. Ich habe das, glaube ich, gespielt, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr alles von diesem Spiel. Und dann werden wir mal schauen, wie lange dieser ganze Spaß gehen wird. Und sieht ja auch sehr schön aus. Ja, und dann müssen wir mal gucken, haben wir überhaupt dann Jagdtag. Danach rettet Johnny Gatch. Stimmt, dann können wir noch Johnny retten. Aber ich würde erstmal Enter die Dominatrix machen. Rettet den Planeten. Jane Walter Ramos interviewen. Oder ist das vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder machen wir How to Saints Save Christmas, dass wir das vielleicht erstmal machen, weil Rette den Planeten würde ich vielleicht erst machen, wenn wir halt wirklich alles abgeschlossen haben, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir halt vorgreifen. Okay, nochmal kleine Planänderung. Wir machen How to Saints Save Christmas als nächstes und ich ändere die Dominatrix. Und dann werden wir Johnny Gat retten. Und dann werden wir zum Schluss Enter die Dominatrix machen. Ob das dann vielleicht eine falsche Entscheidung von mir gewesen ist, das werden wir dann irgendwann halt erfahren, wenn es soweit ist. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.